super fett, die Alte. Hier seht ihr die Sonnenmoll. Ein Traum. Ich gehe mal ein bisschen näher ran. Ist noch richtig gut besucht, noch richtig voll. Richtig schön. Wir haben aber auch hier gerade, muss man sagen, im Gegensatz zu vorher, wo wir in Colonia de San Pere waren, auch viel ruhigeres Wasser. Ihr könnt euch ja mal das letzte Video von Colonia de San Pere angucken. Da war viel mehr Wind, viel mehr Wellen. Und wir haben hier auch schon wärmer. Viel, viel angenehmer noch für den Kein schon Wind, auch Wind, aber nicht so stark. Und ein richtig schöner Spätsommertag heute. So, und jetzt geht's mal los hier mit der Kleinen. Pass auf, hinter dir, da ist gleich hier... Ja, aber guck mal das Wasser an. Ja, das ist sensationell. Hier mal, in die Richtung. Ja, ja, ja. Das kennen wir ja von früher noch, ist ganz wo klar. Wir hier gelebt haben. Da haben wir es ja eigentlich fast jeden Tag vor der Nase. Ja. Vergisst man, ja, wie schön das eigentlich hier war. Und alle sind am Schwimmen. Schön. Hier sieht man noch nicht alles fertig. Da ist noch ein bisschen Plastik hier auf dem Boden. Ja. Wird wahrscheinlich diesen Winter nämlich auch noch ein bisschen was gemacht. Ja. Das für die Hotelgäste, glaube ich. Ja? Das für die Hotelgäste, genau. Das ist auch schön gemacht. Aber jetzt sieht man schon nichts mehr abgesperrt. Alles offen. Gut, hier sieht man noch ein paar Sachen, die noch nicht fertig sind. Da wird bestimmt noch ein bisschen Grünanlage gemacht. Ja, wahrscheinlich. Oder ein bisschen was angepflanzt. Ja, kommt mir das Wasser an. Ja. Ein Träumchen. Wirklich, wirklich, wirklich irre schön. Irre. Unten, da hinten ist dann Canyamel. Hm. Dahinter dann die Costa de los Pinos. Ach, herrlich. Ich glaube, die Gastronomen sind froh, dass endlich wieder die Promenade offen ist. Ja, genau. Hat ja auch für die relativ lang gedauert. Das war ja auch. Ja, ging ja noch lange in die Saison rein. Also die hatten ja wirklich noch in der Saison Probleme, dass sie alles offen hatte. Genau. Ach, hier stehen vom Restaurant die Aschenbecher, weil man ja am Restaurant nicht rauchen darf. Immer noch nicht. Und ich glaube auch, das wird wahrscheinlich auch so bleiben, so wie es im Moment aussieht. Weiß nicht, wie lange sie das noch beibehalten, aber ich glaube schon relativ lang. Ja, auch hier sieht man jetzt schon bei der Träumeria. Mhm. Träumeria San Moy. Wie gesagt, der Mittelstreifen. Wie Sandra schon sagte, denke auch, der wird noch irgendwie angepflanzt. Begrünt wahrscheinlich. Begrünt. Ja. Ja, und dann hast du jetzt hier schön eine Promenade zum Entlanglaufen. Und die Restaurants sind ein bisschen von der Promenade abgetrennt, von der Laufpromenade. Eigentlich gar nicht schlecht im Nachhinein, also jetzt so, oder? Eigentlich ganz schön gemacht. Sehr schön, ich finde es auch optisch ganz toll. Ja. Und für den Sonntag, wo wir uns ja gerade befinden, relativ ruhig. Ja. Ich finde es eigentlich wirklich nicht schlecht, wenn einfach die Restaurants und die Tische ein bisschen abgetrennt sind von der Promenade. Genau. Und einfach die Spaziergänger ihren Weg haben. Ja. Und die Restaurants sind davon abgetrennt. Geht ein bisschen auf den Arm, das Film ohne Gimbal. Das ist ein großer Unterschied, merkt man ganz schön. Ja, da machst du ein bisschen rechte Armgymnastik. Genau. Sport für rechts. Ja. Muss man Arm wechseln, dass ich ein bisschen Sport für links mache. Eieiei. So, jetzt machen wir ein bisschen Sport für links. Also wirklich eigentlich auch relativ schön gemacht bis zum Boden, ne? Ja. Ich dachte am Anfang, gut, klar, hier, guck mal, dass das sein soll, die riesen Rillen, das versteht auch. Nee, das sind immer so, glaube ich, so Dehnungsfugen, nehme ich mal an. Ich bin ja aber kein Handwerker. Nee. Ich nehme an, das sind Dehnungsfugen oder die werden einfach so gelegt. Aber weißt, das letzte Mal waren hier noch manche von den Dohlen. Ja. Komplette Löcher drin. Genau. Jetzt ist alles schick. Mhm. Also unten habt ihr einen ganz kleinen Strand. Auch kristallklares Wasser heute.
Sandra hängt ein bisschen hinterher, weil ich gerade überholt habe. Ja, ja. Galopp, wir sind ja am Sonntag, Schatzi. Ja, ja, ja. Da brauche ich nicht rennen. Nein, brauchst du eh nicht. Aber ein Riesenunterschied wie vom gefühlten halben Jahr. Ja, Wahnsinn. Ja, vor allem halt jetzt alles fertig. Also nicht alles fertig. Ja, man sieht noch ein paar Sachen fehlen noch. Aber du kannst auf jeden Fall jetzt richtig gut stabil laufen. Ja, genau. Nicht mehr wie vom halben Jahr, wenn es war, wo hier noch überall Schotter war und abgesperrt. Ja. Und mal durch die Absperrung durchgelaufen ist. Ja, also wirklich richtig schön. Ich finde es gut. Ja, richtig gut geworden. Echt schön. Ja. Richtig schön geworden. Ja, vor allem, wie gesagt, hatte ich ja vorher schon gesagt, jetzt haben die Restaurants ihren Platz, die Fußgänger ihren Platz. Gut. Richtig gut geworden, ne? Ja. Also, am Ende wird doch alles gut. Klar, hatte früher das Euphoria hier vorne dann irgendwo, wo wir jetzt stehen, seine Tische. Jetzt ja. Hat das Euphoria da hinten seine Tische. Genau. Aber klar ist es nicht mehr direkt hier in der ersten Linie, wie es früher war, weil da waren ja immer so kleine Terrassen hier raus, wo die dann wirklich in der ersten Linie waren. Aber ich finde es eigentlich gut. Ich finde es gut, wie es ist, ja. Klar sind die Terrassen ein bisschen kleiner geworden. Ja, auch hier Martiki, die hatten früher, glaube ich, auch hier ganz vorne dann in der ersten Linie noch was, aber... Ja, ist doch schön so. Die Leute sitzen trotzdem mal mehr. Genau. Leute können ja vorne entlang bummeln. Ja. Also ich finde es ganz gut geworden. Guck mal, da richten sie die Teemauer komplett. Irgendwas ist da, ja, auch wieder. Die sind kaputt gegangen, jetzt richten sie komplett. Wahrscheinlich mit dem Orangenen abgesperrt, nämlich an, dass die Boote nicht reinfahren. Oder so. Da rein. Nehme ich mal an, dass da gebaut wird vielleicht. Ja, siehst du hinten den Kran. Genau. Ne? Und dann da praktisch eine Area. Wie immer wieder unser altes Fitnessstudio da oben. Ja. So, hier ist noch ein bisschen was, was diesen Winter gemacht werden muss. Da ist noch was abgesperrt, eine kleine Ecke. Aber ganz minimal. Mama Pizza. Aber sehr ruhig. Ja gut, es ist auch Mittag, jetzt ist noch kein Abendessen. Ab 17 Uhr. 17 Uhr. So, die heißt, sie gehen erst wieder, aber richtig vergrößert hier. Ja. Ja. Aber da ist doch auch gut besucht. Und es wird natürlich nachher gegen 18:30, schätze ich mal, wenn dann Abendessen kommt, wieder voller. Hey. Interessant ist ja, dass das Café-Dress hier hat noch so ein paar Stühlchen. Noch so ein paar Stühlchen draußen hat. Ja, das ist sehr da ist noch was. Und das Café Noah hat auch gleich noch ein paar Stühlchen draußen. Ja. Was wir von hier sehen. Ja. Also gibt irgendwie zwei Läden, so wie es aussieht, die ihre Genehmigung bekommen haben oder denen ihre kleinen Terrassenausbuchtungen wahrscheinlich noch genehmigt worden sind. Pasta, Pasta ist ganz ruhig. Aber wie gesagt, Abendessenzeit kommt erst noch. Aber schön, jetzt kann man komplett hier durchmarschieren. Und wir haben Platz für uns. Ja, schön. Gehen wir noch einmal hier oben um die Ecke rum. So, da geht ein kleines Schieferbötchen raus. Schieferbötchen habe ich gesagt. Fischerbötchen mit F. Fischer. Ah, aber glaubst du, Fischerbötchen. Dass die ganze Kunst von Gustavo ist weg? Ob die komplett wieder an die Mauer kommt? An der Wand weg, ja, das stimmt. Ja, komplett weg. Ja gut, wenn sie sie richten müssen, müssen sie natürlich auch drüber machen. Ja. Ja, hier steht noch eine Gustavo-Figur. Kunstwerk von ihm. Ja, steht noch Gustavo. Stimmt, früher war die Wand bemalt. Aber hinten war. Aber gut, die richten Gustavo, die jetzt. Die richten die komplette Mauer. Normal macht, das auch eine Frage. Ich denke, dass er vielleicht dann
vielleicht nochmal bemalt. Ja. Das war ja sehr schön, war ja, ja auch ein Blickfang. Ja, und schöner als eine graue Mauer auf jeden Fall. Mhm. Da hinten ein Hafen. So, jetzt habt ihr Gustavo noch ein bisschen zwischen uns. Schatz, du musst noch ein bisschen nach rechts gehen. So, jetzt ist Gustavo da. So. Schön, dass ihr dabei wart. Genau. Kleines Video aus Calaradiada. Bleibt uns treu. Bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss. Habt einen schönen Abend. Ciao. Oder schönen Tag. Oder wie auch immer, wann ihr das Video seht. Genau. Bis dann. Ciao.